An einem Ufer des Luganer Sees kann man die Schweiz besichtigen. Genauer gesagt die Sonntagsschweiz mit ihren besten Stücken. Mit Bergbahnen, Alpen, Kühen, Schlössern, Kirchen und Uhrenfabriken. Alles im Maßstab 1:25 nachgebaut. Wozu? Zur Ehre unseres Schweizerlandes, heißt es im Programmheft der Veranstalter. Und tatsächlich gehen da nun täglich viele Eidgenossen herum, der Huldigung zu huldigen. Entzückt und auch ein wenig stolz beim Wiedererkennen all des Sehenswerten, dass da die Vorfahren und der liebe Gott im Schatten der Alpenkämme gewerkelt haben. Die Schöpfer der Miniatur Schweiz sind bei der Schilderung dieses Paradieses recht euphorisch geworden. Offizieller Text: Durch die modernsten Verkehrsmittel bedient, Streike kennt man nicht, werden seine Einwohner ewig glücklich leben. Ohne Soldaten, ohne Polizei, ohne Steuern. Nun, ganz so ohne ist das in der Schweiz auch wieder nicht. Aber paradiesisch müssen die Verhältnisse schon sein. Denn die Großen der weiten Welt haben sich hier ihre Quartiere geschaffen, um von den günstigen Steuersätzen des reichen Alpenländchens zu profitieren. Das Großmünster steht in Zürich, der größten Schweizer Stadt, die ein aufwendiges Dasein führen und dafür auch Steuern nehmen muss. Aber im Vergleich zum Ausland ist auch Zürich noch eine Oase. Und so finden wir hier Ableger mancher Weltkonzerne, darunter etwa die Siemens Europa Beteiligungen AG oder die Thyssen Finanzierungs- und Holding AG oder bescheiden als Untermieter im frommen Haus der Bibel die AEG Telefunken International. Das Spalentor ist ein Wahrzeichen der Rheinstadt Basel, die man gern als Handelstor der Schweiz bezeichnet. Hier schufen sich Robert Bosch und das Düsseldorfer Bankhaus Trinkaus, warme Nischen. An der Clara-Straße residiert überraschend eine Bayer-Faser-Aktiengesellschaft. Und an der St. Jakobstraße 15 finden wir das Firmenschild der Holad Holding und Administration AG, hinter der nur Eingeweihte das Wolfsburger Volkswagenwerk wissen. Aus dem Kanton Graubünden grüßt uns die Cesarvelia. Die Graubündner Hauptstadt Chur beherbergt mit traumhaften Steuersätzen zahlreiche deutsche Großunternehmen wie Bleile, Remzma, Strabag, den Gerling-Konzern als Holding Global Group, die BASF und die Holding Rotary Engines, die im Klartext Wankel und Hutzenlaub heißt. Der Konzern Axel Springer sitzt hier als Interpaper Holding. Das schöne alte Städtchen Zug am Zugersee ist dank den niedrigen Steuern des kleinen Kantons so einladend, dass hier allein 350 bundesdeutsche Firmen und Großverdiener ein Domizil errichtet haben. Darunter Ferdinand Porsche, die Tabakhäuser Brinkmann und Stuyvesant, Persil Henkel, der hier Wallop Holding heißt, Grundig als Relda Verwaltungsgesellschaft, die Amin Wien GmbH des Großweinhändlers Pirot. Vier Holdings, der Leutze Textil und das Domizil von Leitz Wetzlar, verwaltet neben vielen anderen Rechtsanwalt Keusch am Zuger Rosenberg. Und so weiter und so weiter. Der Laie fragt sich wohl, was denn diese merkwürdigen Holdings und AGs in Zug und Glarus und Graubünden zu tun haben. Da gibt es viele und zum Teil komplizierte Möglichkeiten. Ein ganz einfaches Beispiel für Anfänger. Ich stelle in der Bundesrepublik Deutschland eine bestimmte Menge eines bestimmten Produkts für den Export nach Frankreich her, mit einem Gewinn von, sagen wir, 10 Millionen Mark. Diese 10 Millionen muss ich in Deutschland als Einkommen versteuern. Es sei denn, ich habe in der Schweiz eine Tochter, die Holding heißt und aus optischen Gründen von einigen Schweizer Verwaltungsräten umgeben ist. Verkaufe ich nun die für Frankreich bestimmte Ware nur auf dem Papier erst an meine Schweizer Filiale zu einem Schleuderpreis, der mir kaum Gewinn einbringt, dann macht sie mit dem Weiterverkauf nach Frankreich zum Originalpreis den großen Schnitt und zahlt, da sie in der Schweiz sitzt, nur einen Bruchteil der Steuer, die ich hätte bezahlen müssen. So viel zur Briefkastenfirma. Man kann sich in der Schweiz auch einen Privatbriefkasten lukrativ gestalten. Beispiel: Ich scheffle in der Bundesrepublik Deutschland ein Riesenvermögen, nehme Wohnsitz in der Schweiz, wandle meine deutsche GmbH in eine Aktiengesellschaft um, verkaufe Aktien im Wert von 800 Millionen Mark und lasse das Geld in mein Paradies nachkommen.
dann zahle ich statt einer Ertragssteuer in Deutschland von vielleicht 40 Millionen Mark im Jahr an eine arme und darum dankbare Tessiner Gemeinde 2 Millionen Fränkli. Das Beispiel ist berühmt, den Namen kann man sich schenken. Und wenn schon, es war ja alles ganz legal. Tessin, das ist seit 20 Jahren das Schlüsselwort für die Möglichkeit, Geld in Sicherheit zu horten. Und dann ist es ja auch so schön da unten, südlich der Alpen. Auf ländlichen Festen in den Dörfern des Matschertals wird tessinische Ursprünglichkeit zelebriert, vorwiegend zur Erbauung deutschsprachiger Gäste. Zyniker sprechen vom Tessin, der fest in deutscher Hand sei. Nationalbewusste Eidgenossen beklagen den Ausverkauf der Heimat. Und die Tessiner freuen sich, dass sie als einstige Armenhäusler der Schweiz auch einmal zu Geld kommen. 35 da, 40 Oscar, 45, 50, 45, 60, 65 da hinten, 65 da hinten, 70 da her, 70 Franken da her. Das Berg geht noch auf, 75 da hinten unten, schön diese Arme oben, auf Wiedersehen. Ja, vielleicht das geht, ja. Moment, ei, der kommt daher da hinten, 80. 80, 80, wer kommt 80 für dieses schöne Stück? 80, 85 da hinten, wunderschön, auf ganzer Schimpfe. 1, 2, 3, 2, 2, Ascona zum Beispiel und das Sonnenufer des Lago Maggiore bis zur italienischen Grenze galten unter Deutschen schon seit langer Zeit als erstrebenswerte Refugien. Künstler und Schriftsteller traten die Spur in diese Schweizer Ecke. Tucholsky, Kästner, Ludwig schrieben hier, Mehring, Anders und Robert Neumann tun es noch heute. Remarque und Hesse ließen sich an den Tessiner Seen nieder und sanken hier ins Grab. Und im Sog der Prominenz rückten die germanischen Heerscharen an und gaben mit ihren Sitten und Wünschen der Landschaft ein neues Gepräge. So wurde die Piazza des Fischerdorfes Ascona zur beliebten Lästerpromenade einer vorwiegend deutsch sprechenden Gesellschaft, in der sich alles inbegriffen Urlauber wohlig unter die Leute mischen, die sich oben an den teuren Hängen ihre komfortablen Fluchtburgen halten. Tessin, das ist zwar nicht so abenteuerlich wie Bangkok und nicht so teuer wie Mexiko, aber man setzt sich hier als Deutscher dem erstrebenswerten Verdacht aus, ein millionenschwerer Flüchtling und nicht bloß ein Neckermann-Kunde in Sommerferien zu sein. Schon die nackten Menschen, die vor einem halben Jahrhundert auf dem Berg der Wahrheit bei Ascona den Weg zurück zur Natur suchten und sich in Waldhütten von Nüssen und Wurzeln ernährten, hatten größtenteils Deutsch gesprochen. Schaut heute einer von der Piazza dort hinauf zum Monte Verita, dann sieht er keine Hütten, sondern Betonfassaden, die deutsche Bauherren haben errichten lassen.
Und in den Gassen Ascona's stinkt es nicht mehr nach Fisch, sondern nach Geld. Immobilienläden machen auf Schritt und Tritt ihre Angebote. Allein im Jahr 1971, das ein Rekordjahr war, kauften deutsche Bundesbürger in der Schweiz 790.000 Quadratmeter Land. Sie kauften es größtenteils im Tessin, fast immer als Bauland oder mit schon bestehenden Wohnhäusern, denn es ging ihnen bei diesem Kauf nicht bloß um eine Kapitalanlage oder eine Steueradresse, sie suchten gleichzeitig eine repräsentative Bleibe, von der Stange ausgestattet mit Wohlstandsattributen, die bestimmte Vorstellungen von Geschmack und Kultur exakt beschreiben. Den sonnigen Hang zwischen Ascona und Ronco haben die Einheimischen Alemannenhügel getauft, weil man sich hier nur in einer Sprache begrüßt, von Garten zu Garten, von Pool zu Pool. Den Alemannenhügel krönt seit kurzem der Palast des Verlegers Richard Gruner. Das Ding soll 5 Millionen Mark gekostet haben. Leute, die beim Bau der Villa dabei waren, wollen wissen, es gebe im felsigen Keller einen atomsicheren Bunker und ein Lebensmittellager ausreichend für 2 Jahre. Text im 1971er Prospekt der Italbau-Aktiengesellschaft: Ein Haus im Tessin bietet Ihnen viele Vorteile. Die Sicherheit einer Investition in der Schweiz, erstklassige Verkehrsverbindungen, ein mildes, mittelmeerartiges Klima, herrliches Berg- und Seepanorama, Möglichkeiten zu vielen Ausflügen und Sportarten, pittoreske Orte und Landschaften, niedrige Steuern. Die Bürger der Bundesrepublik Deutschland, die ihr Einkommen zu Hause bis zur letzten Mark versteuern, haben hier alle mitgebaut, ohne es zu ahnen. Denn die Löcher, die die Steuerflüchtlinge im deutschen Finanzhaushalt hinterlassen haben, müssen gestopft werden von denen, die sich nicht in die Schweiz verkrümeln konnten. Das gegenüberliegende italienische Ufer ist genauso schön, aber kaum bebaut. Um als Zufluchtsort das Vertrauen der Nabobs zu gewinnen, zählt Italien zu viele Kommunisten. Menschenleer und verödet ist das Strandbad von Locarno, das den stolzen Namen Lido trägt. Den Tessinern scheint es trotz der deutschen Hochkonjunktur nicht gelungen zu sein, die dringendsten Aufgaben ihrer Infrastruktur zu erfüllen. Zum Beispiel die Reinigung der Abwässer. An manchen Stellen, auch im Lido Locarno, ist das Baden in den Seen seit 2 Jahren verboten, weil lebensgefährlich infolge der katastrophalen Verschmutzung. Sollte man im Tessin die Steuern vielleicht doch etwas höher schrauben? Um die Vorgänge und Zustände im Schlupfwinkel Schweiz gab es viel böses Blut und bittere Kommentare. Auch hässliche Verallgemeinerungen über die raffgierigen Schweizer, die sich fremdenfeindlich gezeigt hätten gegen jüdische Flüchtlinge und Gastarbeiter, aber für ausländische Millionäre jederzeit rote Teppiche ausrollten. Wer ist das, die Schweizer? Maßlos bereichert hat sich hier auf allen Seiten nur eine kleine Clique. Und der Mechanismus, dass Geld dorthin wandert, wo noch mehr Geld ist, wurzelt auch nicht im schweizerischen Volkscharakter. Die Stunde der Entscheidung brach an, als vor 2 Jahren der damalige Bundesfinanzminister Alex Möller ans Werk ging, die Steuerfluchtkanäle zuzubauen. Möller schuf ein sogenanntes Steuerfluchtgesetz, das bereits für die Einkommenssteuer des Jahres 1972 anwendbar ist. Aber das Gesetz bedurfte, um wirksam zu sein, auch der Unterstützung im Steuerparadies selbst. Mit der Schweizer Regierung wurde ein neues Doppelbesteuerungsabkommen ausgehandelt.
Dazu Dr. Alex Möller. Da ist festzustellen, dass die eigentliche Ursache der Steuerflucht, das zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik bestehende Steuergefälle ist. Das lässt keinen Schluss zu auf zu hohe Steuern in der Bundesrepublik, sondern man muss sich mal überlegen, es sind vielleicht 150 Jahre, wo die Schweiz keinen Krieg geführt hat. Die Schweiz befindet sich in einer ganz anderen Situation und kann daher auch ein niedrigeres Steuerniveau haben als Staaten, die dauernd in Kriege verwickelt waren. Nun, diese Steuergefälle zu beseitigen, kann und darf nicht Aufgabe eines Doppelbesteuerungsabkommens sein. Denn jeder Staat ist ja in seiner Steuergesetzgebung souverän. Das Abkommen sorgt aber dafür, dass der deutsche Steueranspruch, wie er nach unserem Steuerrecht besteht, überall dort voll aufrechterhalten bleibt, wo eine unangemessene Ausnutzung des Steuergefälles zu befürchten ist. Insoweit halte ich das Abkommen für geeignet, deutschen Steuerflüchtlingen die Wege zu verbauen. Wie weit ist im Rahmen dieses Abkommens schweizerische Unterstützung gegen deutsche Steuerflüchtlinge zu erwarten? Das Abkommen enthält erstmalig eine Auskunftsklausel, die in den ganzen Monaten der Verhandlungen sehr umstritten war. Nach dieser Auskunftsklausel, die wir sehr begrüßen, tauschen beide Seiten künftig die zur Durchführung des Abkommens notwendigen Auskünfte aus. Die Schweiz ist zwar nicht verpflichtet, von sich aus Tatsachen, die ihr bekannt geworden sind, mitzuteilen. Sie muss jedoch auf Verlangen Auskünfte, die für die Anwendung des Abkommens von Bedeutung sind, erteilen. Dies gilt namentlich für die Fälle, in denen schweizerische Basisgesellschaften oder Abwanderer oder Personen mit Doppelwohnsitz Entlastung von deutschen Quellensteuern nach dem Abkommen verlangen, obwohl sie darauf keinen Anspruch haben. Es unterliegt für mich überhaupt keinem Zweifel, dass die Schweiz der jetzt vereinbarten Auskunftspflicht fair nachkommen wird. Und vor wenigen Wochen wurden im Schweizer Bundeshaus die letzten Widerstände gegen dieses Abkommen überwunden. Der Nationalrat wird es im Dezember ratifizieren. Man kann auf den Wirkungsgrad dieser neuen Maßnahmen gespannt sein. Ein Finanzfachmann in Zürich sagte mir, es gebe schon Mittel und Wege, um dieses mühsam aufgebaute System der Steuerabwehr nicht ganz verkümmern zu lassen. Deutsche Firmen und Millionäre in der Schweiz, das ist nur eine Seite der Sache. Eine andere ist zum Beispiel die Kapitalzuwanderung aus Italien. Die Italiener, die eine Volksfrontregierung wie Dantes Inferno fürchten, haben vor allem das Engadin als Zufluchtsstätte gewählt. Man erreicht es aus den Industriestädten Oberitaliens mühelos über den Maloja-Pass, der den ganzen Winter über offen bleibt. Wer Geld hat, kauft sich hier eine Eigentumswohnung. Wer viel Geld hat, baut sie zu Hunderten. In einer der schönsten Landschaften Europas bekommen hässliche Hoteldörfer hässliche Satellitenstädte. Der jüngste Hit für Geldanlage und Spekulation ist der Bergkanton Wallis, also das Rhonetal mit seinen Seitentälern. Allein im vergangenen Jahr hat man hier für 115 Millionen Franken Grundstücke und Wohnungen verkauft. Die Bereitschaft, mit vermöglichen Ausländern ins Geschäft zu kommen, ist hier besonders groß, wo Bergbauern zum Teil vom Gnadenbrot staatlicher Unterstützung leben müssen. Über der Kantonshauptstadt Sion, 2000 Meter über Meer, hat man auf einer Bergterrasse mit dem Bau einer Wohnstadt begonnen. Dion 2000. Im Wallis lassen sich vor allem Franzosen für Investitionen interessieren, weil sie geografisch sozusagen Nachbarn sind.
Aber auch Italiener kommen über den großen St. Bernhard. Und Deutsche sind da, fast alle aus Süddeutschland. Sie sitzen 7 bis 8 Stunden im Auto, um ihr Stückchen Eigentum im Skigebiet zu erreichen. Caen und Montana, klassische Kurorte auf der Südterrasse über dem Rhonetal. Die einstigen Lungensanatorien sind längst umfunktioniert, umgebaut oder abgebrochen. Auch das Hotel kommt aus der Mode, Personalmangel. Apartmenthäuser sind das sichere Geschäft, verkauft ist verkauft. Wer hier 200.000 Mark angelegt hat, verliert sie so schnell nicht wieder. Revolution ist in der Schweiz nicht drin, nicht einmal große gesellschaftspolitische Reformen. Und so wachsen die Monstren in die Landschaft hinein, selten getragen vom glücklichen Einfall eines Architekten. Verbier, ein Walliser Bergdorf. Diese Zone war vor 20 Jahren Notstandsgebiet. Die Schweizer sammelten im Flachland milde Gaben, um den Bauern da oben das Nötigste zu finanzieren. Eine Wasserleitung zum Beispiel. Manches Dorf zerfiel, weil die Bewohner sich auch mit staatlichen Subventionen nicht zum Bleiben ermuntern ließen. Verbier blieb gerade noch intakt, ein Stückchen Heimatkunde unter Denkmalschutz. Und so sieht Verbier heute aus. Eine der sonderbarsten Ortschaften daraus geworden. Eine Chaletstadt oder ein Dorfgigant, es ist schwer zu benennen. Das ursprüngliche Walliser Holzhaus ist in tausendfacher Auflage degeneriert in Überdimensionen. Man hat Superchalets gemauert und betoniert und dann Holz darauf geklebt, um einen Eindruck von ländlicher Gemütlichkeit zu konservieren. Und die Produktion verkaufte sich glänzend in Mailand und Paris und Brüssel. Auch hier wirkte vor allem auf Franzosen dieser Schweizer Doppelmagnet. Sicherheit plus reizvolle Landschaft. Und die Landschaft geht der erhofften Sicherheit zuliebe langsam zugrunde. Am Ende der Dorfstadt hat man den Chaletzwang abgeworfen zugunsten einer modernen Manifestation. Es ist ein Sakralbau des technischen Jahrhunderts. Die Talstation einer Seilbahn. So war die Schweiz im besten Zuge, ihre unterentwickelten Gebiete bis in die hinterste Schlucht zu sanieren. Jüngst kam das Val d'Anivier an die Reihe. Ein Tal mit einem halben Dutzend Dörfer, deren Bewohner größtenteils ein Doppelleben als Bauern und Arbeiter führten. Sie fuhren Tag für Tag mit Bussen ins Rhonetal zu einer Schicht im Aluminiumwerk und pflegten in der verbleibenden Zeit ihr bisschen Landwirtschaft. Die Zahl dieser Pendler wurde immer kleiner, je mehr die Zahl der Wintersportler wuchs, die das Val d'Anivier entdeckten. Grimens, eines der schönsten alten Walliser Dörfer, bereitete sich vor auf den großen Boom mit dem Zielmuster Verbier. Dabei legte man Wert darauf, das alte Dorf sauber restauriert zu erhalten, als musealen Stadtkern gewissermaßen. Und am Dorfrand schlugen schon die Spekulanten zu. Es wurden Verträge gemacht für den Bau von über 500 Eigentumswohnungen und deren Verkauf an Franzosen, Italiener, Deutsche. Und dann kam es aus heiterem Himmel am 27. Juni 1972. Die Schweizer Regierung beschloss, den Verkauf von Grundstücken, Immobilien und Wertpapieren an Ausländer mit sofortiger Wirkung zu unterbinden. Zum Schutz der Währung, wie es hieß. Die Schweiz drohte an finanzieller Übersättigung zu kollabieren. Wochen später standen schon die ersten Baumaschinen still. Hier in Anser zum Beispiel. Einer Walliser Ortschaft, in der 85% der Haus- und Wohnungsbesitzer Ausländer sind. 15 Millionen sind hier blockiert und die Gemeinde bankt um die 5 Millionen, die sie für Straßen, Kanalisation und Trinkwasserversorgung bereits ausgegeben hat.
Auch im Tessin brach der Katzenjammer aus. Immobilienläden sind arbeitslos. Frau Thommen, wie hat sich der Beschluss des Schweizerischen Bundesrates vom 27. Juni bei Ihnen ausgewirkt? Ja, man kann sagen schlecht, denn seit das Gesetz am Anfang Juli rausgekommen ist, kam kein Telefon mehr und kein Kunde mehr ins Büro. Die Schweizer melden sich nach und nach und fragen nur nach den Preisen, ob sie sich gesenkt haben oder nicht, aber die senken sich meines Erachtens nicht. Wenn sie sich wesentlich senken würden, dann würden die Schweizer das kaufen, was vorher die Ausländer gekauft haben. Vielleicht, ja. Und nur vielleicht. Nicht traurig sein. Der Investitionsstopp für Ausländer ist sicher nur vorübergehend. Und abgesehen davon gibt es im Schlupfwinkel Schweiz noch unterirdische Gänge, auf die man sich weiterhin verlassen kann. Die Banken zum Beispiel. Sie bieten Asyl für Millionäre aller Sorten und haben nicht zu fragen nach Herkunft und Besitzverhältnissen all der Milliarden, die sich unter diskreten Kontonummern stauen. Denn das Schweizer Bankgeheimnis ist eingebettet in Gesetze, die einen Denunzianten schneller vor den Richter bringen als einen Gauner, der zu denunzieren wäre. Auch das hat die Schweizer Bankiers so mächtig und auf dem internationalen Geldmarkt einflussreich gemacht, dass der frühere britische Außenminister Brown sich bitter beklagte über die Gnome von Zürich. Ein Wort, das die Schweizer halb selbstironisch, halb geschmeichelt gern zitieren. Good morning, guys. We say here in Zürich, Grüezi. Grüezi is good morning and it is very welcome same time. My name Anna. So anytime you have questions, things to ask, please call. Bienvenido, como se dice a Zürich, Grüezi. Grüezi es bienvenido, es bien. Me llamo Ada. Caso que tengan preguntas, que me llamen. 120.000 Einwohner, Zürich also die größte Schweizer Stadt, finanzielles, kommerzielles Zentrum. We have quite a bit of heavy industry, textiles, paper mills and one chocolate factory. So it's not only the foreign black money we're making a living off. Und das ist die Bahnhofstraße, die Straße der Stadt oder Schaufenster der Schweiz. Auf einem Kilometer so schön eine Versuchung nach der anderen. Es ist die Bahnhofstraße, Number One Street of Zurich. Center of Bahnhofstraße, Parade, Platz, Parade Square. Gnomes of Zurich living around it. That means here you have some of the banks and all the black money. Place where Mrs. Irving went. Zentrum der Bahnhofstraße, Paradeplatz, Zürichs Gnomen wohnen da unten. Poetisch, die Banken mit all den schwarzen, nicht versteuerten Millionen. Zentrum der Bahnhofstraße, Paradeplatz, Bancos, Vino, Combinero, Lego. Lugar donde la señora sacó los 12.000 millones francos suizos. Tiene buena vacación ahora, muy tranquilo. Zürich, das ist eine Stadt, die keine halbe Million Einwohner zählt und dennoch die Gebärden einer Weltstadt mühelos beherrscht. Die City spielt sich an einer einzigen Straße ab. Und diese Straße, die einfach Bahnhofstraße heißt, beschreibt eine Welt, die sich durch Erfahrung den Glauben an den Bestand materieller Werte erhalten hat. Diese Straße ist 100 Jahre Europa, aus denen man zwei Weltkriege herausretuschierte. Hier ist alles beherrscht von einem intakten Selbstverständnis, aber nicht frei von Angst vor dem Risiko, das desto unheimlicher wird, je weiter man sich von ihm entfernt. Ein Charakteristikum dieser Straße, brühwarme Börsenkurse. Alle paar hundert Meter steht ein Monitor und vermittelt die letzten Notierungen, als wären sie mit Spannung erwartete Fußballergebnisse. Keiner kann sagen, die Schweizer hätten sich auf ihren durch Fleiß und Glück erworbenen Lorbeeren ausgeruht. In Industrie und Handel machten sie alle Anstrengungen, um immer wieder in der Weltspitzengruppe wie Wunderkinder gesehen zu werden.
Durch das konsequente Wahrnehmen jedes möglichen Vorteils verschafften sie sich Respekt und zogen sie Misstrauen auf sich und den Verdacht, sie seien verständnislos für die Probleme weniger verwöhnter Völker. Und tatsächlich birgt permanenter Wohlstand die Gefahr in sich, den Blick zu trüben für die Möglichkeiten der Habenichtse. Wohlhabende Schweizer, heißt es ironisch, haben den Standpunkt, man kann armen Leuten kein Geld geben, weil sie es ja doch wieder verbrauchen. Der totale Respekt vor dem Besitz ist es, der die Schweizer Geldwelt beherrscht und die Geldinstitute ins Zielfeld internationaler Kritik gerückt hat. Kapitalhochburgen können Bollwerke gegen die Solidarität zwischen Völkern sein. In der Werbeschrift einer Zürcher Privatbank heißt es: Ganz besonders in Zeiten vermehrter politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit wenden sich Ausländer in großer Zahl an schweizerische Banken mit der Absicht, ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Konto zu eröffnen. Eine präzise Darstellung der Dinge, die fast rührend wirkt in ihrer Offenheit, ohne eine Spur selbstkritischer Reflexion. Wie viele Fluchtmilliarden von Volksvermögen aus Entwicklungsländern liegen in den Tresoren der Zürcher Gnome unter Konten, die auf persönliche Verhältnisse zugeschnitten sind, unverzinst, aber dafür sicher vor rechtmäßigem Zugriff? Wenn ich es wüsste und sagte, würde ich wegen wirtschaftlichen Nachrichtendienstes verhaftet. Denn das Gesetz ist die Bank und die Bank das Gesetz. Als Ludwig Minelli, der Schweizer Korrespondent des Spiegel, vor kurzem die Praktiken rund um das ominöse Bankgeheimnis beleuchtete, gab es große Aufregung. Welche persönlichen Erfahrungen haben Sie gemacht, nachdem diese Frage, dieser Problemkomplex im Spiegel angeritzt war? Ich habe eigentlich im Wesentlichen nur feststellen können, dass man in Bankkreisen während Wochen, und jetzt kann man wohl sagen auch während Monaten, wenn man sich getroffen hat, nur noch über diese Geschichte gesprochen hat. Und ich hatte den Eindruck, dass es das erste Mal war, nachdem eine Veröffentlichung irgendwo in der Weltpresse über das schweizerische Bankgeheimnis stattgefunden hat, dass die Unruhe in Bankkreisen so tiefgreifend war. Wenn das Bankgeheimnis und das System, in das das Bankgeheimnis eingebettet ist, international diskutiert wird, dann ja vor allem auch deswegen, weil die Schweiz hier eine politische Entwicklung in einem Nachbarland beschleunigt, die einem Teufelskreise gleicht. Wir haben eine sehr starke Kapitalflucht aus Italien nach der Schweiz zu verzeichnen gehabt in den letzten Jahren. Dieses Kapital, das sich in die Schweiz flieht, das hier in Grundstücke vor allem geht, das fehlt Italien für die Bereitstellung der notwendigen Arbeitsplätze. Also breitet sich Arbeitslosigkeit aus in Italien. Arbeitslosigkeit ist ein Nährboden für den Kommunismus und zwingt andererseits die Bevölkerung auszuwandern, unter anderem in die Schweiz. Die Schweiz profitiert davon wieder, einerseits indem sie ihre Umsätze erhöhen kann, weil mehr Arbeitskräfte da sind, andererseits, weil damit ein Weitersteigen der Lohnniveaus verhindert wird, indem die Knappheit an Arbeitskräften nicht so groß wird, wie sie eben wäre, wenn wir keine Zuwanderer hätten. Und so beschleunigt die Schweiz eigentlich durch ihre Haltung das Vormarschieren der Kommunisten in Italien. Denn dieser Vormarsch der Kommunisten in Italien, die Angst vor den Kommunisten in Italien, ist es ja wiederum, die zur Kapitalflucht zwingt. Das ist ein Teufelskreis, ja. Und die Schweiz muss sich ihrer Verantwortung in dieser Entwicklung bewusst werden. Die Schweizerische Bankgesellschaft meinte, es sei nun der unangenehme Publizität genug und hüllte sich uns gegenüber in Schweigen. Auf der Suche nach einem Gesprächspartner, der auch vor Kamera und Mikrofon etwas zu sagen hatte, fand ich einen jungen Juristen, Vizedirektor der Schweizerischen Volksbank. Herr Burkhardt, das Schweizerische Bankgeheimnis ist gelegentlich Gegenstand der Kritik, vor allem in ausländischen Veröffentlichungen. Sehen Sie selber auch problematische Seiten des Bankgeheimnisses? Die gibt es ganz sicher. Es gibt zweifellos
Missbrauchstatbestände des Bankgeheimnisses. Und die Banken haben selber ein Interesse daran, dass man diesen Missbräuchen alle Beachtung schenkt. Aber es ist sicher wichtig, dass man das Bankgeheimnis, das ganze Rechtsinstitut des Bankgeheimnisses nicht nur unter diesem Gesichtspunkt betrachtet. Wenn ich das vielleicht ein bisschen ausführen darf, das Bankgeheimnis, Sie wissen ja, es ist im Bankengesetz gesetzlich festgehalten, das Bankgeheimnis ergibt sich eigentlich nach der schweizerischen Rechtsordnung schon aus allgemeinen Grundsätzen. Wir betrachten das Bankgeheimnis als eine jener Bestimmungen der schweizerischen Rechtsordnung, die dazu dienen, die Privatsphäre, die Persönlichkeit eines Staatsbürgers, hier insbesondere in Bezug auf seine vermögensrechtliche Privatsphäre, zu schützen. Und diese Seite des Bankgeheimnisses wird im Allgemeinen gerade in ausländischen Publikationen zu wenig beachtet, weil man eben vielleicht leichter sich an diesen spektakulären Missbrauchstatbeständen, die zweifellos vorkommen, sich darüber aufhält. Ich würde meinen, wenn man eine Summe zieht der Vorteile des Bankgeheimnisses, wohlverstanden, ich meine jetzt nicht für die Banken, sondern für die einzelnen Betroffenen, für den Persönlichkeitsschutz, dann glaube ich, dass die Vorteile wesentlich überwiegen gegenüber den problematischen Seiten, die, wie erwähnt, sicher vorhanden sind. Wenn einer in einem anderen Land einige Millionen Steuergelder hinterzogen hat und sie hier unterbringt, gibt es dann rechtliche Mittel, ihn hier zu verfolgen? Steuerhinterziehung ist in der Schweiz kein strafrechtliches Delikt. Hierzu bedarf es schon des qualifizierten Tatbestandes des Steuerbetruges, zum Beispiel wenn die Steuerhinterziehung mit Hilfe einer Urkundenfälschung begangen worden ist. Der Steuerbetrug, der kann zu einem Strafverfahren führen, das Bankgeheimnis durchbrechen kann. Wenn das im Ausland vorkommt, so hängt es noch davon ab, ob ein Rechtshilfeabkommen besteht mit dem betreffenden Staat. Und das trifft zum Beispiel für Deutschland zu. Aber wie gesagt, es muss dann eben ein Delikt sein, das auch nach der schweizerischen Rechtsordnung ein strafrechtliches Delikt ist. Zürichs große Gnome ließen ihre Häuser nur von außen betrachten. Man einigte sich darauf, das Vorhaben des deutschen Fernsehens, den Schlupfwinkel Schweiz als Zeichen der Zeit zu sehen, zu boykottieren. Auf unseren höflichen Wunsch nach direkten Kontakten zu den Großbanken schreibt uns der Schweizerische Bankverein unter anderem: Im Interesse einer sachlichen Orientierung der Öffentlichkeit sind wir grundsätzlich stets gerne bereit, derartigen Einladungen im Rahmen des Zulässigen und Möglichen und unter Voraussetzung einer objektiven Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse zu entsprechen. Aus der publizistischen Tätigkeit des uns vorgeschlagenen Interviewers ergeben sich für uns im vorliegenden Fall erhebliche Zweifel und wir möchten Ihnen vorschlagen, uns geeignetere Berichterstatter zu nennen. Die Schweizerische Kreditanstalt schreibt noch selbstbewusster: Voraussetzung ist, dass der mit dem Projekt beauftragte Journalist Gewähr für eine sachbezogene Berichterstattung bietet. Diese Voraussetzung ist im Falle des von Ihnen genannten Reporters leider nicht erfüllt. Sofern Sie Wert auf unsere Mitwirkung an dem Projekt legen, stellen wir es Ihnen frei, uns als Moderator 3 oder 4 Herren vorzuschlagen, die sich über ein hinreichendes Fachwissen der bankwirtschaftlichen Vorgänge und Probleme ausweisen können. Aufgrund dieser Liste sind wir gerne bereit, Ihnen jenen Herrn zu bezeichnen, dem wir unsere Räume für Filmaufnahmen öffnen. Das ist die Sprache der Gnome von Zürich. Kritische Beobachtungen sind hier nicht erwünscht. Und wenn es schon sein muss, da wollen Sie sich Ihre Kritiker wenigstens selber aussuchen. Und wie es da drinnen aussieht, geht keinen was an.